Hallo äh, zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir aus einer Paragon-Kiste bekommen können und zwar hatte ich da schon mal Glück. Ich habe hier einmal bekommen Zügel der riesigen massakerklaue klaue und dieses können wir aus der Paragon-Kiste... Der Vorräte der unvergänglichen Armee bekommen, das ist die Ruffraktion hier aus Draxus. Die unvergängliche Armee müsst ihr dafür einmal auf ehrfürchtig hochspielen und dann nochmal 10.000 extra Ruf farmen, dann bekommt ihr die sogenannte Paragon-Kiste. Und ähm, das könnt ihr beliebig oft machen, und es besteht dann halt eine Chance, dass, die, dass das Mount unter anderem auch noch ein paar andere Items in der Kiste drin sein können. Ich habe jetzt insgesamt drei Kisten aufmachen müssen, um das Mount rauszuziehen. Hatte auch noch mal eine vierte ähm, geöffnet, aber nach drei Kisten hatte ich tatsächlich das Mount. Auf WoW Head haben wir leider zur Zeit der Aufnahme hier noch keine Drop-Chance, aber wie gesagt, ähm, drei Kisten ist jetzt nicht sonderlich viel. Die Drop-Chance scheint mir relativ hoch zu sein und ich habe auch schon viele andere äh, Items wie Pets und Trolls aus den anderen Kisten bekommen, ohne dass ich jetzt arg viele aufgemacht habe. Heißt, wir haben keine Drop-Chance wie in BFA und erst recht keine Drop-Chance wie sie in Legion war. Also das, von solchen Verhältnissen sind wir weit entfernt, so wie es mir scheint, sondern die sind relativ solide. Wenn ihr jetzt nur dieses Mount wollt und alle Energie da reinstecken möchtet, dann würde ich euch empfehlen, den Covenant. Hier im Maldraxis zu in die Necrolords, dann gibt es nämlich noch ein bisschen extra Ruf bei der unvergänglichen Armee. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ähm, ihr kommt auch so easy mit den Kisten hin, wenn ihr täglich diese abgesandten Quests erledigt. Gut, das war es soweit ähm, zu der Geschichte. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns einmal das Mount an. Und zwar lernen wir das mal. Das müsste auch so ein Rock sein, wie wir ihn schon ein-, zwei Mal haben. Bloß in einer anderen Farbgestaltung. Und zwar Massaker Klaue. Hier haben wir sie. Das ist halt quasi eine bisschen dunkler gehaltene Version von den Rocks, die wir schon haben. Wir werden nachher auch nochmal die anderen uns angucken. Mount Special ist jetzt nichts Spechliges. Kleiner Wortwitz an der Stelle. Ähm, kennen wir von den anderen Rock bzw. Vögel Mounts auch schon. Trotzdem sieht so sie ganz cool aus. Hier so ein bisschen im dunkleren, matteren Rot gehalten, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt gucke ich mir mal die anderen Rocks noch im Vergleich an. Rock und zwar hatten wir ja da auch schon den bulligen Todesrock, den haben wir ja vom violetten Fehler bekommen. Der ist passend zum violetten Fehler auch so ein bisschen violetter gehalten, ein bisschen farbkräftiger würde ich jetzt mal sagen. Und dann hatten wir auch schon in einem anderen Video genau räuberischer Seuchenrock. Das ist das gleiche quasi in Grün. Und ähm, dann haben wir noch einen letzten im Bunde, den ich noch nicht habe. Den solchen Rock gab es übrigens von Giga. Und den letzten, ähm, verknöcherter, nee, knochenvernähter, ähm, Fleischrock heißt der. Und der ist jetzt, was ist denn das? Das ist irgendwie so ein, so ein Leichengrün, würde ich jetzt mal sagen, wenn es die Farbe gibt. Das geht ins Grün-Gräuliche. Da finde ich den hier tatsächlich besser, beziehungsweise, ähm, ich glaube, den Lilanen finde ich, also den Bulligen, den finde ich fast am besten von den Rocks. Aber auch schick auf jeden Fall wieder einer mehr im Mount-Counter. Und damit, dass man einfach nur ein bisschen Ruf fahren muss, relativ leicht erfahren. Okay, damit sind wir am Ende von dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.